Das hier ist das Rose Xtrawatt Evo Allroad Automatik. Ein ganz schön langer Name für ein Fahrrad, aber davon wollen wir uns heute nicht blenden lassen. Wir fühlen dem Bike aus Bocholt mal gründlich auf den Zahn und schauen, was das Teil so drauf hat. Los geht's! Klassisches Design trifft auf moderne Einflüsse. Das Ergebnis? Ein sehr abwechslungsreicher und detailverliebter Look in tollen Farben. Hier im Farbton Matt-Silber, der schon in Richtung helles Himmelblau geht, und beim Blick von außen fallen auf den ersten Blick zwei, vielleicht auch drei Dinge direkt auf. Zuallererst die Hörner vorne am Lenker, die ziehen natürlich die Blicke auf sich, dicht gefolgt von dem Knick im Oberrohr, vom Lenker her schräg abfallend, aber dann gerade auf das Sitzrohr zulaufen. Das sieht man nicht alltäglich, mir gefällt die Linienführung im Gegensatz zu diesen Hörnern aber richtig gut. Aber auch das nach unten dicker werdende Sitzrohr fällt auf, sowie die vielen Bosch-Aufdrucke an einigen Orten, das gefällt mir irgendwie. Wo wir noch bei der Optik sind, auch hier, der Akku wurde nicht versucht zu verstecken, er ist aber in Carbon-Optik gehalten, fällt dadurch auf, aber in einem eher positiven Sinne. Aber ohnehin wird gleich klar, dieses Bike hier ist kein Leisetreter und will auch gar nichts verstecken. Man schaue sich nur die Reifen an, 60mm breite Schwalbe Supermoto X Performance Reifen. Die sind übrigens mit einem Greenguard Pannenschutz ausgestattet, also allein dieser Anblick hier ist schon ein Statement. Aber auch davon ab, hier ist wirklich alles dran, was auch dran gehört. Ständer, Schutzbleche und Gepäckträger, den ich sehr schön hier in das Blech integriert finde. An jeder Seite könnt ihr da 8 Kilo dranhängen, ist also auch was für die Fahrradtaschen. Im Schutzblech wiederum integriert ist ein Supernova Rücklicht, das E3 Taillight. Finde ich schick, allerdings ist mir das so ein bisschen zu tief und ich weiß nicht, ob das aus dem Auto heraus noch so gut wahrgenommen wird. Ein bisschen höher hätte ich es schon ein bisschen praktischer gefunden. In der Front sorgt ebenfalls eine Supernova für die Erleuchtung. Die V521S bringt 100 Lux und ist schön hell, lässt sich auch im Winkel nach eurem Wunsch noch so ein bisschen justieren und geht natürlich, da sie oben am Lenker sitzt, in den Kurven auch immer gut mit. In der Front wiederum sitzt die Leuchte hier sehr hoch, das gefällt mir und das lenkt den Blick auch schon hier auf das Cockpit. Da wäre der fette Ergotec-Vorbau, in dem sehr schick das Bosch Kiox-Display eingelassen wurde. Das lässt sich natürlich abnehmen und bietet eine ganze Reihe cooler Funktionen. Ebenfalls abnehmen lässt sich die Klappe hier oben auf dem Vorbau, da könnt ihr dann auch an den USB-Anschluss des Kiox dran. Seit dem letzten Update könnt ihr euch damit navigieren lassen, ihr könnt euch Screens individuell konfigurieren und via Bluetooth übertragen sich alle Fahrdaten auch auf euer Smartphone bzw. von dort auch wieder weiter auf den PC. Ablesbarkeit, Bedienung, Darstellung, das gefällt alles auch positiv. Es ist ein Farbdisplay mit konfigurierbarer Helligkeit, damit es nachts nicht blendet und tagsüber auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar ist. Ist aber ja auch nichts Neues. Bedient wird das Kiox über diese Bosch-Bedieneinheit hier, auch die ist ja bekannt. Über so eine Wippe und eine Bestätigungstaste navigiert man sich durch das Menü des Bordcomputers. Über Plus und Minus switcht man zwischen den insgesamt 5 Unterstützungsstufen umher. Sie alle steigern sich in der Leistung, die aus dem Bosch Performance Line Mittelmotor gezogen wird. Zudem kommen wir später aber nochmal ausführlicher. Was auch direkt auffällt, ist dieses Schloss hier. Ja, das ist serienmäßig und bereits mit an Bord, dieses AXA-Faltschloss, was wir haben. Ganz nette Idee eigentlich, aber das Ding hat mich wahnsinnig gemacht. Der Grund dafür ist die nervig klappernde Geräuschentwicklung. Ich will so ein Geklapper auf so einem erhabenen Rad einfach nicht haben. Das war mir richtig unangenehm und wenn das hier meins wäre, das wäre auch das allererste, was ich abmontieren würde. Danach vielleicht die Hörner schon, aber das hier auf jeden Fall sofort. Man hat die ganze Zeit auch das Gefühl, mit dem Fahrrad stimmt irgendwas nicht, einfach weil diese Geräuschentwicklung nicht zum Fahrgefühl passt. Nach einer Zeit hat man sich zwar dran gewöhnt, aber es nervt immer noch. Davon ab, es ist wie gesagt ein AXA-Faltschloss, 1 Meter Länge, alles gut, aber ich packe es dann lieber in die Fahrradtasche oder in den Rucksack. Beim Motor waren wir zuvor, der ist hier ganz gut integriert, finde ich, bringt die erlaubten 250 Watt und ein Drehmoment von 65 Newtonmeter mit. Das ist kraftvoll und war eigentlich in allen Situationen ausreichend. Mehr als ausreichend gestaltet sich auch der herausnehmbare Bosch PowerTube Akku, der hier mit einer Kapazität von 500 Wattstunden Reichweiten irgendwo zwischen 65 und 120 Kilometern ermöglicht. Ist natürlich Haarspalterei, das jetzt an Fahrsituation, Wetter, Fahrer und Unterstützungsstufe festmachen zu wollen, aber rechnet mal mit einem Wert irgendwo da, in der Mitte zwischen diesen beiden Hausnummern. Die Batterie lässt sich auch abnehmen, es ist aber auch möglich, sie im Bike zu laden und das Fahrrad dann direkt zur Stromquelle zu bringen. Wo wir eben beim Display waren, da gibt es auch noch so eine ungewöhnliche Funktion, die ich im Kiox noch nicht gesehen habe, wo wir eine Kadenz einstellen können.
Der Grund dafür befindet sich in der Hinterradnabe, denn, wie der Name schon sagt, ist das Allroad Automatik mit einer Automatikschaltung ausgestattet. Genauer gesagt, eine Enviolo Automatik Nabenschaltung mit einer Übersetzungsbandbreite von 380%. Aber wie funktioniert das? Wir können, wie schon gezeigt, hier im Bordcomputer die Kadenz einstellen, in welcher Kadenz ihr euch also wohlfühlt. Kadenz, das sind die Umdrehungen pro Minute, die ihr beim Pedalieren hinlegt. Und wir sehen, da kann man zwischen 30 und 120 Umdrehungen die Minute wählen, und die Automatikschaltung passt die Übersetzung dann immer so auf die Fahrsituation an, dass ihr auch immer in dieser Frequenz bleibt. Das ist dann also folgendermaßen: Wenn ihr im Flachen mit einer Kadenz von 50 angenehm fahrt, dann stellt ihr die ein. Wenn es den Berg hoch geht, würdet ihr ohne zu schalten im Normalfall langsamer werden beim Treten. Es würde anstrengender werden. Man sehnt sich dann nach einem niedrigeren Gang. Bergab dann würdet ihr wohl schneller werden, braucht eher mehr Widerstand, weil es ja ohnehin schneller wird, auch beim Pedalieren. Mit dieser Enviolo-Automatik ändert sich die Übersetzung dann immer so, dass ihr vorankommt, aber trotzdem bei eurer eingestellten Kadenz bleibt. Merkt das System, ihr werdet langsamer, etwa am Berg, schaltet es automatisch herunter, und zwar so weit, bis ihr wieder eure eingestellte 50er-Kadenz habt. Bergab wirft es dann alles rein, was geht, um euch nicht wie in einem Hamsterrad strampeln zu lassen. Das war die Theorie, und ich muss sagen, in der Praxis fühlt sich das genauso genial an, wie es klingt. Zugegeben, es dauert eine Zeit, bis man damit warm wird, aber einfach, weil es ungewohnt ist. Im Stand schaltet das System automatisch zurück, also ihr würdet da, um beim Beispiel zu bleiben, nicht in einer 50er Kadenz auch wieder anfahren müssen, wenn ihr mal stehen geblieben seid. Merkt das Bike aber, dass ihr jetzt unterwegs seid und schon in Schwung, wird sukzessive hochgeschaltet und mehr Widerstand hinzugegeben. Ja, und dann müsst ihr auch nichts mehr weiter tun, wenn einmal die Wunschkadenz eingestellt ist, und das ist ein geiles Gefühl. Ihr strampelt einfach, und ja, es funktioniert eben einfach alles. Es fühlt sich an wie auf einem Single Speed, gerade durch den Riemen auch nochmal sehr genial, aber ein sehr flexibles Single Speed eben, und eigentlich wünscht man sich sowas an jedem Rad ohne Schaltung, denn das macht einfach Spaß. Was man da noch verbessern könnte, wäre die Zugänglichkeit der Kadenzeinstellung. Da muss man sich erst kurz durchs Menü wählen. Hier fände ich es cool, wenn es einen direkten Schalter am Lenker gäbe, der nur für diese Aufgabe gedacht ist. Aber ganz mal ehrlich, das sind jetzt Kleinigkeiten, und hat man einmal seine Trittfrequenz gefunden, muss man da auch eher selten wieder heraus. Ansonsten fährt sich das Rose wie ein knallhartes Urban Bike, und das ist okay, da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen, aber irgendwie hat mich das komplett verwirrt, denn ich finde, das Extrawatt Evo Allroad hat etwas von Offroad. Jetzt kein Mountainbike oder so, aber unbefestigte Wege, Schotter, Wiesen, alleine diese dicken Reifen haben mich das irgendwie annehmen lassen, und das kann jetzt meine falsche Erwartungshaltung aufgrund der starken Optik gewesen sein oder so, aber das Bike fühlt sich eigentlich nur auf dem Asphalt wohl. Ich meine, klar, ihr lauft nicht Gefahr, da jetzt irgendeine etwas kaputt zu machen, wenn es damit querfeld ein oder mal Offroad geht, aber komfortabel ist das mit Sicherheit nicht, ganz im Gegenteil. Es hat mich gewundert, wie anfällig das E-Bike für Erschütterungen und Stöße ist. Verstärkt wurde das Gefühl noch einmal durch das Gliederschloss, das eben bei jeder Kleinigkeit dann nochmal mehr gerappelt hat, aber auch so war mir die Fahrt damit oft zu unruhig. Bin ich dann wieder auf der Straße, gleiten die dicken Reifen und der Riemen ganz sanft ihrer Wege, alles gut, also so die von mir erwartete Mischung aus Trekking und Urban ist es dann aber doch nicht geworden. Eine Federung finden wir hier ja auch nicht. Klar, das sieht man, wir haben vorne die Aluminiumgabel, und vielleicht kann man noch etwas mehr gegensteuern, wenn man etwas Luft aus den Reifen entweichen lässt. Ja, wo wir jetzt schon bei Aluminium und dem Rahmen waren, wir haben es hier generell mit einem Alurahmen zu tun. Das Rad wiegt 24,9 Kilo, also auch hier für die Optik kein allzu schwerer Wert. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt starke 140 Kilo, und zu haben ist das Bike in zwei Farben und vier verschiedenen Größen. Gebremst wird mit hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano, die ihren Dienst gut verrichten. Das Antriebssystem, Riemen, habe ich hier schon gesagt, kommt von Gates, ist das CDX. Also wir haben hier allesamt sehr hochwertige Komponenten verbaut. Kritik, das habe ich erwähnt, ist das recht harte Fahrgefühl. Ich finde, auch die Reichweite hätte etwas höher, vielleicht der Akku auch größer sein können. Aber wenn man sich das harmonische Fahrgefühl, das stimmige Design und die tolle Ausstattung anschaut, dann hat man hier mit dem Extrawatt Evo Allroad Automatik, ich wollte den langen Namen noch einmal unterbringen, wirklich ein sehr tolles E-Bike. Preisig liegt es so bei 4.700 Euro. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann lasst mir doch bitte ein Abo da, dann verpasst ihr auch keine weiteren E-Bike-Reviews hier mehr auf meinem Kanal. Ich jedenfalls drehe jetzt noch eine Runde, verabschiede mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.